Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Green Hell. Jo, ich glaube, wir könnten es wagen, diesen Ureinwohner vielleicht zu klatschen. Eventuell vielleicht. Wir haben eh gespeichert und ich glaube, so schlecht sind wir nicht beieinander. Schaut, glaube ich, gut aus. Ich speichere noch einmal, weil wir das Fleisch aufgehangen haben. Und werden probieren, tatsächlich diesen Ureinwohner zu töten. Mit dem Jaguar hat es ja super hingehauen. Wahrscheinlich, weil wir recht nah waren, denke ich mal, dass das dann mehr Schaden gemacht hat. Ich will versuchen, wenn ich hier rauskomme, was natürlich nicht so einfach ist jetzt. Ich will versuchen, mich an diesen Ureinwohner ranzuschleichen. Ah, da drüben wäre er. Das ist halt echt doof, wenn wir durchs Gestrüpp laufen, dass wir hier so einen Lärm machen. Alter, das dauert halt sehr lange, bis er da zieht, ne? Okay. Hat hingehauen. Was will man mehr? Das war ein Wackerkrieger. Was ist bitte eine Stockklinge? Austauschen. Ich tausche es mal aus. Okay. Wir sind arm, wir haben für nichts mehr Platz. Okay. Warum sind wir denn so voll? Ein Haufen Knochen. Die tun wir mal sammeln, die Kröte. Vielleicht haben wir dann ein bisschen mehr Platz. Die Steine. Die schmeiße ich mal weg. Wir sind auch ziemlich verletzt, sehe ich gerade, ne? Das hat überhaupt... Hä? Hallo? Da hat überhaupt gar nichts Platz. Was macht denn da so komische Geräusche, bitte? Hä? Ist egal. Wir sind auf jeden Fall verwundet. Mhm. Das ist die Frage. Ja, der Verband reicht schon mal. Das ist gut. Dann haben wir weitere Problemchen. Wir sind noch irgendwo verletzt. Da. Jetzt haben wir keinen Verband mehr, glaube ich, ne? Ich muss ganz schnell Platz machen. So. Und so. Ganz schnell was herstellen. Wir haben uns den ersten Krieger besiegt. Das ist mega. Warum habe ich hier zum Teufel nie Platz? Das ist echt lästig. Blöder Knochen da, echt. Ja, ja. So. Dann bauen wir jetzt halt einmal ein paar Pfeile. Und dann müssten wir theoretisch wieder Platz haben. So. Und so. Haust du den weg, bitte? Danke. So. Aha, kann man das hier so sammeln? Okay, na, doch nicht. Die Feder haue ich auch kurz weg. Wo sind sie denn jetzt, die Pfeile? Hallo? Pfeil? Stein? Will ich nicht. Ich will einen Pfeil haben. Hier. Danke.
Danke. Nein. Ja, okay, geht auch jetzt. Der Pfeil, bitte. Der Pfeil. Ich will den Pfeil haben. Da. Geht ja. So, dann brauchen wir... Dann muss ich jetzt mal gucken, was haben wir jetzt eigentlich ausgetauscht. Da hatten wir jetzt irgendwie so ein Messer bekommen, oder? Eine Stockklinge. Oh, da ist mein Bogen weg. Alter, was tut denn das so komisch? Wo ist jetzt mein... Und wo ist jetzt mein Bogen hin? Der ist jetzt hin, oder was? Okay. Dann hätte ich aber schon gern statt dem Messer hier zerstören, hätte ich schon gern dann so. Das muss ich mit der echten neuen Bogen machen. Das ist hier Kacke. Naja. Was soll's? Was soll's? So, wir sind überladen. Ich brauche was zum Heilen. Ich brauche eigentlich viel. Wir haben aber unseren ersten Krieger besiegt. Wir sind OP. Wir sind mega stark. Ich würde jetzt nur noch gern... Danke. Genau, da will ich hin. Und endlich Sachen loswerden. Auf jeden Fall Menschenfleisch? Bist narisch? Das ist jetzt mal nicht so eine Ernst. Ja, jetzt haben wir Kannibale. Passt. Auch nicht schlecht. Du Heilige. Das kann jetzt nicht ernst sein. Unglaublich. Wir bräuchten... 8 Federn haben wir da. Okay. Na, 8 Federn hätten Platz. So ist das gemeint, ne? Was man aus den Knochen machen kann, habe ich auch überhaupt keine Ahnung. Ich glaube eher immer diese Knochenäxte oder so. Keine Ahnung, aber die sollte ich auf jeden Fall auch mal hier irgendwo... Ich glaube, die werden wir auch hier hinlegen, glaube ich. Das passt, glaube ich, ganz gut. So. Unser Inventar ein bisschen leichter machen. Wie sie die Knochen schön stapeln. Ah, herrlich. So, da herüben haben wir, glaube ich, Kohle, ne? Ja. Da werden wir hier die Kohle wegtun. So. Lagerfeuer, Asche. Ich glaube, das haben wir drüben, ne? Das haben wir hier irgendwo, oder? Was war hier? Steine. Okay. So. Naja, ist ja wurscht. Können wir hier die Lagerfeuerasche hintun. Ich habe ja keine Ahnung, was man mit dem machen kann. Obwohl doch, Verband. Ich weiß schon wieder. Ist mir gerade eingefallen. Es ist lustig, wie man das stapeln kann. Und jetzt fällt es um. Wow, gerade nicht. Gerade nicht. Was haben wir hier? Bitterholzblüten. Da weiß man auch nicht, was man damit machen muss. Mhm. Knochennadel. Okay. Gut. Wir sind noch wie vor verletzt. Gott sei Dank. Das bedeutet, ich muss nochmal zurück. Ich muss schauen, dass wir diese gelben Blütenblumen finden. Damit wir unsere Verletzungen behandeln können. Wobei, die habe ich auch noch nicht gesammelt, glaube ich, ne? Jetzt hätten wir ja theoretisch Platz. Und dann brauche ich natürlich wieder einen langen Stock, weil unser schöner Bogen ist ruiniert. So, kriegen wir da jetzt irgendwas von der Blume? Oder war das jetzt... Na, von der kriegen wir gar nichts. Okay. Ich muss ihn mal probieren. So, falls wir irgendwo noch hier ein Stöckchen haben, ein langes. Das wäre famos. Wir haben ja mal... Ah, hier haben wir die Pflanze, die ich suche. Gleich mal zusammenschlagen. Ja! Oder ist das jetzt schon automatisch im Inventar? Ah, da haben wir sie schon.
Tabakblatt. Ich schaue, was man damit sammeln kann. Faser, okay. Fasern kann man damit sammeln. Okay, da werden wir jetzt herstellen. Den Verband. Da werden wir noch ein paar Mal den Verband herstellen. So. Dann brauche ich jetzt tatsächlich, man möchte es nicht glauben, jetzt bräuchte ich wirklich diese Asche. Jetzt muss ich gleich einmal schauen, was dieser Trottel denn da oben gemacht hat hier. Der ist einfach nur gesessen und hat gebetet, oder wie? Da hinten sehe ich auch was Interessantes. Was bist denn du für ein Stock? Kann der was? Müsste ich glatt mal zusammenschlagen, ne? Ah, da ist mein Bogen. Sehr, sehr gut. Und noch ein Knochen. Und noch die Federn. Genau, da haben wir den ja besiegt. Können wir jetzt normalerweise alle aufheben. Das wäre halt echt cool, wenn man so einen Jaguar besiegt, ne? Wenn man dann quasi sich so wie so einen Jaguar-Umhang basteln könnte, ne? Dass man dann, wenn man so ins Dickicht herumschleicht, ne? Dass man dann... Kann man eigentlich die einzelnen Blätter auch kaputt hauen? Schaut nicht aus, oder? Na, da muss, glaubt nach wie vor der ganze Stock dran. Nee, nix gut. Ich möchte gerne ein trockenes Blatt. Ja, ist echt zum Aufregen. Dann bringen wir halt die mal nach Hause, oder? Vielleicht können wir damit noch was machen. Das hört sich echt un... was? Hä? Egal. Das hört sich ungut an, wollte ich sagen. Ja. Gehen wir mal ein Stück. Gott sei Dank haben wir unseren Bogen wieder. Falsche Seite. Ich glaube, hier kann man auch rein. Genau. So, die Palmblätter, die kommt darüber. Wusch. So. Gut. Ich bin wie immer unkoordiniert. Genau, ich brauche Lagerfeuerasche. Ich muss mich mal verarzten hier. Zwei Stück, dankeschön. Herstellen. So, zack. Zack, das müsste so passen, genau. Weil der heilt ja angeblich besser, oder? Wenn ich noch richtig informiert bin. Na, nicht wegschmeißen, bitte. Wir wollen herstellen. So, und... Na, die Kohle brauche ich noch nicht. Ich will... Das ist halt schwer zu kriegen. So, genau. So. Perfekt, jetzt gehen wir uns anschauen, weil... Wie schaut es eigentlich mit der Wunde aus? Hey, cool, die ist schon verheilt. Das ist hervorragend. Da haben wir noch eine wunderschöne Fleischwunde. So, schön zupicken. Dann schauen wir uns gleich mal die Haxen an. Obwohl es, glaube ich, nichts mehr gibt sonst, ne? Na, passt alles. Sehr gut. Die Frage ist jetzt nach wie vor. Was muss man machen... Was muss man machen, damit man Rüstung kriegt? Wie schauen wir gesundheitlich aus? Piep, piep. Alles gut. Was muss man machen, damit man Rüstung bekommt? Weil so eine Bandage wird sich ja kaum was bringen, glaube ich. Muss man aus einem Palmenblatt was basteln? Da geht echt was. Hör auf. Okay, zwei Palmblätter passen nicht. Jetzt bin ich gespannt, was man aus einem Palmblatt herstellen kann. Ich probiere einfach mal. Okay, das war zu viel. Vielleicht noch ein zweites Seil. Schau, Stockrüstung. Das war jetzt einfach mal nur so geraten, ne? Wie cool ist denn das, bitte?
Kann ich das jetzt nicht hier reintun wahrscheinlich, ne? Wie kann ich die jetzt anziehen? Wahrscheinlich so. Oder auch nicht. Also Sachen gibt's. Das ist unglaublich. Okay, wie... Ich versuche jetzt mal ein bisschen Platz zu machen. So, ich schmeiß das mal weg. Hat sie jetzt Platz? Noch immer nicht so ganz. Ich schmeiß das mal kurz raus. In der Hoffnung, dass wir Platz kriegen. Jetzt da. Und jetzt, hä? Karte? Schlafen? Herstellen? Rucksack. Hä? Wie geht das jetzt? Jetzt bin ich voller Stolz. Habe ich jetzt... Muss ich das vielleicht so machen? Ah! So wird ein Schuh draus. Okay. Okay. Also doch per Anziehen... Also wie wenn man sich jetzt einen Verband anziehen würde. Okay, okay. Alles klar. Wo sind jetzt meine Sachen? Hier. Da stellen wir gleich noch eins her, wenn es möglich ist. Ah, ich habe keine Seile mehr. Okay, warte kurz. Die Federn möchte ich schon noch gerne. Das ist cool. Das ist schon cool. So, das schmeiße ich mal hier hin. So, hoppala. Knochen, noch mehr Kohle, noch mehr Kohle. Die Kohle sammle ich schnell ein. Die ist jetzt schön matschig, das passt genau. So. Cool. Okay. Ein Rätselslösung haben wir schon wieder geschafft. Mir kommt vor, wir hätten hier mal einen Baum zerschlagen. Und ich habe beim besten Willen den Dings nicht mehr gefunden. Den langen Stock. Aber ich brauche jetzt, glaube ich, eh keinen mehr, glaube ich, ne? Nein. Zocki redet Schwachsinn. Was sie halt am besten kann. La la la. So. Gut. Was mich auch interessieren würde, ganz ehrlich gesagt, ist, ob es eine Möglichkeit gäbe, diese Palmblätter zu trocknen. Das wäre interessant. Ob es so eine Möglichkeit gibt. Was tut denn das so komisch? Hoffentlich ist das kein Krokodil, ey. Das planscht immer so komisch dahin. Voll komisch irgendwie. Egal. Aha. Wir haben noch gar nicht so viel erkundet eigentlich, ne? Hoppala. Da gehe ich mal glatt. Vorbei. Aha. Obsidian haben wir gerade gefunden. Okay. Aha, da haben wahrscheinlich diese Einwohner, diese Ureinwohner haben hier scheinbar... Das ist cool. Sowas wäre ein cooles Versteck, aber ohne Schädel. Da haben die scheinbar so eine Art Gebetsecke oder so. Wie man das verstehen soll. Aha. Gut, dann schauen wir mal, wo es hier lang geht, ne? Da hinten sehe ich Früchte. Wir sind auch schon ein bisschen müde.
Früchte wollte ich eigentlich schnappen. Nom nom. Und ganz optimal wäre es, Bambus zu finden. Bambus wäre wirklich spitze. Oh! Fuck! Fuck, ja, das kannst laut sagen. Ich wollte eigentlich nur Ameisen fangen. Okay, wir sind schon von irgendwas belagert hier. Ich wollte nämlich nur mal schauen, ob wir mit den Ameisen hier was anstellen können, ob es vielleicht Medizin gibt dafür oder so. Da können wir endlos farmen, kann das sein? Oh Gott, alles voller Ameisen hier. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass die... Oh Gott, über die Rüstung sehe ich gar nichts. Ich hoffe, dass diese Rüstung... Da hängt was am Bein. Was wollte ich jetzt sagen? Ich hoffe, dass die Rüstung... Hä, wo habe ich denn da jetzt was? Ist da echt hier irgendwo was? Oh! Okay. Was macht man bitte gegen Ameisenbisse? Krankheit. Wurm. Parasiten, Lebensmittel, Fieber, Ekel, Ausschlag. Juckt, stört, verschlechtert geistigen Zustand. Bekannte Behandlungsmethode. Allergische Reaktionen werden vom Körper mit der Zeit auf natürliche Weise bekämpft. Ein Verband in Kombination einer Pflanze mit Ethistiolibin eigentlich beschleunigt die Heilungsprozess. Verstehst? Haben wir noch Verband mit? Ja. Was, der Verband? Ich will nichts mehr herstellen, ich will nur das da. Hier muss ich dafür die Stoffrüstung ausziehen. Oder auch nicht. Vielleicht herstellen. Ein normaler Verband vielleicht. Ich schau mal. Ob das eher... Ne. Interessant. Oh, hoppala. Falsche Taste. So. Anziehen. Ich möchte gern... Ach, komm. Jetzt klappt das natürlich nicht, oder was? Das ist noch ein bisschen doof. Das muss ich schon sagen, das ist ein bisschen doof. Dass man die Knochenrüstung nicht vom Boden her aufnehmen kann, ne? Geht das jetzt? Ach Gott. Vor allem braucht sie ewig viel Platz. Was nicht super ist. Geht's jetzt? Das ist echt, das ist nervig. Bitte. Hallo. Nee. 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 Also wirklich. Geht's jetzt? Ja. Danke. Ich würde sie mir gerne anziehen, bitte. Danke. Irgendwie ist das weggegangen jetzt, oder? Der Ausschlag. Zumindest hat es gerade so ausgeschaut. Egal. So. Dann heben wir wieder alles auf. Das ist ein bisschen lästig. Das ist ein kleines bisschen lästig, muss ich ganz ehrlich sagen. So. Haben wir es jetzt einmal. So. Jetzt muss ich irgendwie zurück nach Hause. Nach Möglichkeit, ohne zu sterben. La 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 la. Eine Krabbe. Wie wunderbar. Und jetzt schon wieder. Hä? Hat mich jetzt doch was gebissen. Alter, was denn das? Das ist jetzt so eine giftvergiftete Wunde, oder was? Tabak. Ah, okay. Tabakpflanze. Alles klar. Was habe ich denn jetzt schon wieder für ekelhaftes Ding?
Ach. Jetzt fällt es jetzt unter vergiftete Wunde. Was ist noch da? Fieber haben wir auch. Das ist hervorragend. Wurm. Okay, das muss dann diese vergiftete Wunde sein. Verband, Kommission, Pflanzen, Eigenschaft, Heilungsprozess. Gut. Herstellen. Also das hier. Plus das da. So, den Tabakverband. Alter, ich stirb gleich. Wohin damit? Wo war denn das Fuß, ne? Da. So, ganz fix. Du bist gestorben. Okay, das war zu spät. Ich glaube, mich hat eine Schlange gebissen. Kann das sein? Großartig. Hervorragend. War dann doch eine, die ich jetzt da in der Dunkelheit nicht gesehen habe. Ich freue mich. Ich freue mich. Schön. So. Wir sind jetzt wieder an dem Punkt angelangt, glaube ich, ne, wo wir den Knochenkrieger besiegen wollten. Ich habe jetzt ewig nicht mehr gespeichert, glaube ich. Oh, er ist weg, glaube ich. Jupp, er ist weg. Das habe ich jetzt, glaube ich, komplett verhaut, ne? Wunderbärchen. So muss das sein. Ja. So muss das sein. Komplett versagt. Wie essen wir da mal? Ich werde mir noch mal schnell... Ist das eine Kröte? Ich weiß gerade nicht. Das ist so komische Geräusche hier da. Unfassbar. So, also gut. Da ich Zocki nichts kann. Ja. Wie immer halt. Werde ich versuchen, meinen Fehler wieder gut zu machen. Den Knochenkrieger, ich glaube, das habe ich versaut, ne? Ja. Das habe ich gründlich versemmelt. Was soll man machen? So, wir stellen auf jeden Fall mal ein bisschen Verband her. Ach ja. Wenn ich jetzt hier hingehe, okay. Ich dachte schon, da wäre was automatisch. Dass man vielleicht automatisch jetzt die Pfeile herstellen kann, wenn man es vom Rezept her kennt. Dem ist nicht so. So, jetzt wäre gut, nochmal so eine Tabakpflanze zu finden. Da, schau. Tabakblatt. Meine Wünsche wurden erhört. Ich muss nur schauen, dass ich jetzt ein bisschen Platz kriege. Nein! Dann probiere ich halt mal hier und so ein Pfeilchen zu machen. Hast du jetzt Platz? Alter! Und was, wenn ich gleich so ein Dings herstelle? So, mit. Wo bist du? Da. So. Yeah. Das ist, glaube ich, schlauer. Sehr, sehr gut. Okay. ABC. Das war jetzt keine Glanzleistung von mir. Absolut gar nicht. Scheiß Schlange. Au. Unfassbare Sauviecher, muss man echt mal sagen. Unfassbare Sauviecher. So, jetzt können wir das Obsidian holen. Das war nämlich hier. So, Obsidian. Wofür ist das eigentlich? Erweitern, herstellen. Aha. Mal schauen, was wir daraus machen können. Ein Stock passt nicht. Hm. Knochen passt auch nicht. Ja, wozu eigentlich, ne? Was könnte man denn bitte aus Obsidian machen?
Stein, okay. Zwei Steine sind falsch. Eine Feder ist auch falsch. Ich habe gerade keine Ahnung. Ein Seil vielleicht? Tatsächlich. Obsidian-Klinge. Oh yeah. Nice. Ja, das ist aber cool. Oh, hallo. Und da ist noch einer. Gut. Die nehmen wir mit. Schön. La 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 la. Fein. Haben wir eine Obsidian-Klinge bekommen. Das ist cool. Wenn wir jetzt mal angenommen... Ich meine, das wird nicht gehen. Da brauche ich jetzt einen langen... Stock. Ob man dann daraus eine... ein Obsidian-Speer bauen kann. Das wäre mega. Hätten wir schon mal eine richtig geile Waffe. La 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 la. La 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 da 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 da. So, da haben wir noch eine Kokosnuss. Die nehmen wir mit nach Hause. Da hätten wir noch mehr Verpflanzen. Feder. Warte. So. Da hätten wir auch noch was Tolles. Aber ich glaube, die kann ich eh nicht mitnehmen. Warte kurz. Da, 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 da. Weil wir voll, voll sind. Voll, voll, voll. Voll, voll, voll. Zack. So. Wie schaut man aus? Ja, mein Knochenlager. Das habe ich da hinten einmal angefangen. Nein, falsch, da. Hier war das Knochenlager. Also, zack. Eigentlich sollte hier was zum Essen sein. Ist besser, ne? Weil Kohle ist eigentlich auch zum Essen gedacht. Und Knochen beim lieben Herrgott. Ne. Aber wir könnten hier diese Bitter, diese Kräutersachen könnte man machen. Oh, warte. So. Das wäre vielleicht ein Thema. Weißt was? Zwei nehme ich mit. Ja. Da haben wir auch noch ein bisschen. Ja. Steine, da bitteschön. Dann würde ich sagen, hier kommt nach wie vor die Asche hin. Batsch. Nein, der Knochen, der kommt ein bisschen später. Ich wollte zuerst die Lagerfeuerasche haben hier. So, das schaut aus wie so ein Strohhaufen. So, und hier vorne vielleicht, die Knochen. So, nein, nicht den Pfeil, Knochen. Super, fein machst du das. Knochen, ja genau. So, Pfeile. Die Knochennadeln werde ich da oben mal vielleicht so, den Verband noch hier drüben. Ja, jetzt haben wir schon ein bisschen Platz. Das schaut so lustig aus, wenn die Knochen aufeinander gestapelt sind. Ui, der Part ist zu Ende. Na gut, ihr Lieben, das war's dann wieder für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!